Seit mein Team und ich die Dokumentarfilmreihe Hannes Jänik im Einsatz für drehe, arbeiten wir mit der AGA zusammen, der Aktionsgemeinschaft Artenschutz, einer deutschen Umwelt- und Tierschutzorganisation. Ich befinde mich hier im wunderschönen Watamu, einem Ort am Indischen Ozean in Kenia. Hier betreibt die AGA ein Schutzprojekt für Meeresschildkröten. Das ist auch das Thema unseres neuen Films. Es gibt weltweit 7 Spezies, alle 7 Arten sind akut vom Aussterben bedroht. Der Grund? Meeresverschmutzung, Geisternetze, Überfischung, Klimawandel, Plastikvermüllung. Das Projekt hier ist so erfolgreich, dass es einer der ganz wenigen Orte ist, wo die Zahl von Meeresschildkröten tatsächlich wieder steigt. Insofern möchte ich mich bei der AGA ganz herzlich bedanken, dass wir hier drehen durften. Ich würde mich sehr freuen, wenn alle Interessierten, alle Fans von Schildkröten und Meeresschildkröten den Film einschalten würden. Er läuft am 9.05.2023 im ZDF. Und wer Fan ist, wie ich, von Meeresschildkröten, kann bei der AGA eine Patenschaft für ein Nest übernehmen, das dafür sorgt, dass diese Tiere tatsächlich eine Überlebenschance haben.